Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Unboxing auf diesem Kanal. Ich starte mehr oder weniger eine neue Season. Fangen wir an mit dem Gordon. Der hat uns eine Einsendung gegeben. Und zwar sehen wir hier Pokémon-Karten. Ich habe so lange keine Videos mehr gedreht. Oh Gott. Yugi-Karten natürlich. Und ja, das werde ich jetzt erstmal angucken und dann am Tisch vielleicht bewerten. Gordon, das sind deine Sachen. Viel Spaß bei der Bewertung. Da sind wir auch schon an dem Tisch für Gordon. Und Jojo hat gestern schon die Pokémon-Karten inseriert. Das war leider nicht so toll. Das war so ein bisschen was Älteres, bisschen was Neueres. Ist ja schon umgedreht, weil es nach Edition sortiert ist. Hatte jetzt einen Marktwert von 15 Euro. Kann ich dir 8 für geben. Steht auch schon hier so auf dem Zettel. Ansonsten hatten wir 1.500 Commons, 15 Euro. Und 150 Rares, 4,50. Und das ist der Rest. Ich glaube, das war die Sammlung, die ich letztens angeguckt habe, wo einiges an Zuständen raussortiert werden musste, weil es nicht mehr so toll war. Jetzt haben wir ein paar Ultimates. Den bewaffneten Drachen Level 7. Der hat oben ziemlich was erlebt, sage ich mal. Ist zwar First, aber so als gut kann man den bestimmt noch listen. Würde ich mit einem Fünfer einrechnen. Ich glaube, auch im Gut-Zustand geht er immer noch ein Zehner. Der Wasserdrache war ja mal gehypt, weil es da Support für gab, aber der ist leider nicht mehr ganz so viel wert. Ist auch so im Gutzustand, obwohl, wenn ich die Ecke hier unten sehe, wahrscheinlich nicht mal das. Aber vielleicht kann man den noch für 2 Euro reinstellen. Geht weiter mit etwas schlechteren Zuständen bei den Ultimates, der ultimative Tyranno. Ultimates sind allgemein ziemlich teuer geworden in letzter Zeit. Aber ich muss echt mal gucken, ob wir die gut einstellen können im Zustand. Der Dark Magicken ist auch nicht mehr ganz so toll. Mal gucken. Ich würde mit 2 Euro berechnen. So, dann haben wir noch ein paar Mosaic Rares. Da ist, glaube ich, auch nicht mehr wirklich. Ich weiß nicht, die Fusion können wir vielleicht in den Agent. Ansonsten Gold Rares. Die Prep hat zwar auch schon wieder Reprints bekommen, aber den können wir gut bewerten, den Herold. Ihr wisst gar nicht, wie warm es hier ist. Und dann noch Video drehen. Ich habe es mir jetzt mal erspart, hier noch Beleuchtung anzumachen, da weil es sonst echt zu warm wird. Der Don sieht auch nicht mehr ganz so toll aus. Würde ich trotzdem noch mit 20 Cent einrechnen. Gold Sarko kriegt man Euro für. Der MSD genauso. Das war's mit den Platinum Gold Rares Gedöns. Secret Rare. Gucken wir auch mal durch. Muss ich wieder auf die Zustände achten, ob wir hier irgendwas Cooles dabei haben. Die Maid können wir rauspacken. Ah. Von den ABCs. Ich glaube, der Tiger kann man auch rauslegen. Die Rendred Chimäre. Ich glaube, die geht auch so 50 Cent oder so. Die Pyramidschildkröte in Secret Rare ist cool. Ansonsten habe ich jetzt noch nichts gesehen. Den Stein oder oh, ist Secret First. Der wird doch bestimmt immer noch zum Fünfer gehen. So einen Drachengeist können wir rauspacken. Die Bogenschützin, die hat glaube ich kein Reprint bekommen in den Tins. Die wird bestimmt noch so 3-4 gehen. Oh, magische Formel. First aus Gladiator Assault. Die letzten, die ich verkauft habe, ging glaube ich 10. Sind die weiter gestiegen auf 15 oder so? Ich würde es einfach mal mit 8 einrechnen. Ultra Rares haben wir jetzt. Schauen wir das mal durch, was hier so dabei ist. So ein Just Desert können wir rauspacken. Der Galaxieritter war, glaube ich, auch was wir da. Der hat oben einen blöden Touch weg. Ich würde mit 2 einrechnen. Den müssen wir vielleicht auch rauspacken. Diese Züge hat man ja auch mal eine Zeit lang gespielt. Da haben wir Gadgets. Ah, Gadgets braucht auch keiner mehr. Also nur noch Gold und Silber sind da wirklich was Brauchbares. Kraffa gerade gestiegen durch die Danger-Sachen. Ist aber auch nicht mehr im guten Zustand. Würde ich mit einem Euro einrechnen.
Ja, den dritten Nachtexpress, dann noch ein Garunex. Ich glaube, den Zwillingsdrachen müssen wir auch rauspacken. Waren die? Ne, die sind nur aus der EC. Aus Elroyen gehen ja doch ein bisschen was. Dark Soul packen wir raus. Test Tiger. Kriegt man, glaube ich, 1 € für. Wiedergeburt aus der LC. Das sieht aber auch nicht mehr ganz so gut aus. Würde ich mit 2 rechnen. Der sieht noch dafür ganz gut aus. Da kriegt man, glaube ich, auch noch 3, 4 für. Der Pearl ist, glaube ich, auf 5. So ein Scout können wir rauspacken. Dann haben wir hier noch ein paar Steine. Ich glaube, das Gemlight-Zeug geht auch ein bisschen was. Saphira kriegt man 1 € für. Dafür kriegt man 1 €. Den Prinzen packen wir raus. Oh. Der hat jetzt den Reprint bekommen in der Legendary Dragon Decks. Ne, ich weiß gar nicht, wie das Produkt hieß. Aber auf jeden Fall, den gibt es jetzt auch in Kamen. Ich glaube trotzdem, dass der immer noch an eine 5 geht. So, das war's auch schon mit den Ultras. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube, der Rest packe ich alles zu Bulk. Das ist nicht wirklich was Tolles dabei. Super Rares. Das Foolish, aber das ist so tot gepreprintet in letzter Zeit. Das ist, glaube ich, auch nur noch Bulk, oder? Packen wir es mal auf 20 Cent, weil es halt immer noch das Spielbare ist. Ich glaube, der geht noch 2. Ja, und hier seht ihr es an den Zuständen. Also hier werde ich wahrscheinlich nach und nach noch einiges raussortieren müssen. Die Return würde ich mit 2 anrechnen. Die geht, glaube ich, noch was. Hier haben wir noch eine. Noch mehr Preps. Hidden Arsenal Zeug. Da ist nur sehr selten mal was dabei, was wirklich brauchbar ist. Ein Snow. Der ist ganz cool. So, was haben wir noch? Obwohl, der Ansturm war, glaube ich, auch zu gebrauchen. Ja, bin heute nicht sehr gesprächig. Ja, der vom Zustand her kann ich gleich raussortieren. Und hier auch übersehen mit einem Knick. Die Wisdom Eyes sind gut. Target Tombok ist, glaube ich, mittlerweile mehr wert als der Terrorkreisel. Die Helix kann man rauspacken. Oh, Brillenfusions. Die gehen aber bestimmt noch so an die 10. Der sieht auch ziemlich mitgenommen aus. Oh, ich schwitze. Keine gute Idee, Videos zu drehen bei diesem Sommerwetter. Oder Jojo, was sagst du dazu? Absolut räudig. Ja, ne? Der sortiert hier fleißig die nächsten Pokémon-Sammlungen durch, die dann nach online gehen. Gut, das war's mit den Holos. Jetzt haben wir noch ein paar Rares, die ich raussortiert hatte. Da haben wir einmal die Königin, die geht ja immer noch so 3, 4. Der Gams hier ist, glaube ich, gesunken, weil er jetzt den Reprint hatte in der BLAR. Ich glaube, der geht immer noch ein 5er. Der Dorogan geht ein 1 €, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann waren hier noch so ein paar 10-Cent-Sachen, die ich einfach raussortieren wollte. Der Kommandant, den können wir mit 50 Cent einrechnen. Die bekommen ja jetzt Support nochmal, die Gravekeepers. Und dann haben wir hier noch so Commons, die ich raussortiert habe. Da gucken wir auch mal noch schnell durch die Sachen. Ich glaube, das geht immer noch. Oder nee, der hat jetzt auch den Reprint in der Tinne. Ah, es kam schon wieder so viel Reprint-Zeug. Das Schwert ist ganz gut. Noch eins. Haben wir noch eine Trap. Nochmal Dish. Haben wir, glaube ich, gerade dahin gelegt. Der Pro.
Ist auch gut. Ja, und der Rest sind so eine spanische Zitadelle. Ich frage mich, warum ich immer so viele spanische davon habe. Aber gut, ja, da auch den Reprint jetzt in Dark Saviors, glaube ich. Geht, glaube ich, trotzdem noch so 3-4. Die Zombie-Welt auf Spanisch packen wir mal raus. Manjo ist gut. Wailer würde ich auch sagen, auch ein Euro für. Na, der Toff ist ziemlich angerotzt, aber packen wir mal raus. Die Gates gehen, glaube ich, auch gerade an die 2. Die ganzen Dark World Sachen, halt wie gesagt, gestiegen durch Danger. So, war jetzt hier noch was Wertvolles an den Kamels dabei? Ich glaube, das können wir alles auf 10 Cent legen und dann ist gut. Ja, das eh vielleicht noch. Gut, dann rechne ich mal auf und wir sehen uns gleich bei der Bewertung am Ende wieder. Da bin ich auch schon fertig für dich geworden. In der Summe waren es dann auf dem Tisch 93,50. Plus dann die Bulk, was ich daneben gelegt habe, nochmal hochgerechnet. So kommen wir am Ende auf 135. Ich würde dir 140 anbieten. Das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat die Videobewertung gefallen. Wenn ihr auch Karten loswerden wollt, dann schreibt mich ruhig an über Kartenmarket, Facebook, E-Mail oder hier über YouTube. Dann können wir drüber reden. Normalerweise zahle ich zwischen 50 und 60% vom Wert. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Jens.